Einen wunderschönen guten Abend oder einfach nur Moin, wie man bei uns sagt. Und willkommen zum neuen Video, zur neuen Folge. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie kann man in dieser Woche besser starten als mit einem Video von mir? Hahaha. Was habe ich in dieser Folge vorbereitet? Ich möchte heute mit euch in dieser Folge einen der Bestseller von Level abprobieren. Und zwar geht es um folgende Sorte. Ich werde es jetzt einmal als Probe zeigen. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Proben über. Die würde ich gerne als erstes verbrauchen, bevor ich meine Dose aufmache. Ich kann vorweg schon mal sagen, ich habe auf jeden Fall vor, in den nächsten Tagen noch ein paar neue Sorten zu bestellen, die ich dann mit euch zusammen probiere. Ich werde soweit auch versuchen, nur Sorten zu probieren, die es auch als Dose gibt. Falls ihr irgendwie eine Dose, also falls euch eine Dose zusagt und ihr die bestellen wollt, dass ihr das dann auch bekommt, weil es gibt halt einige Sorten nur als Probe. Die werde ich vielleicht in Zukunft auch mal probieren. Ich weiß es noch nicht genau. Falls es halt welche von euch da draußen gibt, die noch nicht mit Level Up Erfahrung haben und vielleicht vorhaben, eine der Proben zu probieren, damit ihr halt auch wisst, wie die schmeckt. Aber das werden wir in Zukunft sehen. Auf jeden Fall, heute geht es um die Galaxy Edition. Ich habe gehört, die Galaxy Edition soll sehr lecker sein, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob sie mir auch schmeckt. Die Geschmacksrichtung ist Acai oder Achai. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Ihr könnt mir ja vielleicht helfen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie es geschrieben wird. Auch wenn man natürlich dann nur dieses Wort schreibt, aber vielleicht mit einer Klammer oder so, wenn jetzt zum Beispiel das I oder so am Ende einzeln ausgesprochen wird und nicht als Ei. Falls ihr versteht, was ich meine. Ja, wie gesagt, Acai, Blaubeere, Granatapfel. Von Red Bull gab es oder gibt es eine Sorte, die ist auch mit Acai. Das ist der lilane, also genau dieselbe Farbe wie hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau in dieselbe Geschmacksrichtung geht. Bevor wir mit dem Geschmack und das Anrühren anfangen, weil ich nehme immer Wasser mit Kohlensäure, dazu sage ich gleich noch was, gehen wir erstmal auf die Nährwerte ein. Ich habe hier eine Tabelle offen, da werde ich jetzt einmal kurz einen Blick drauf werfen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt nach links gucke. Und zwar geht es um den Zuckergehalt. Der Zuckergehalt ist pro Portion, also das hier ist eine Portion, hier sind 8 Gramm drin, man soll ja, pro Shaker, also wenn man jetzt 500 Milliliter Wasser nimmt, immer nur 8 Gramm dazu nehmen, nicht mehr, nicht weniger. Ich habe zwar schon gesehen, dass einige ein bisschen mehr auch manchmal nehmen. Ja, auf die 2-3 Gramm kommt es dann, glaube ich, auch nicht an, aber das ist auch, wie gesagt, immer eine Geschmackssache. Der eine mag es ein bisschen intensiver im Geschmack, der andere mag es vielleicht ein bisschen milder. Wie gesagt, auf den 8 Gramm haben wir 4 Gramm Zucker. Das ist nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, jetzt die Konkurrenzprodukte, die mit Zucker sind. Es gibt zwar auch zuckerfreie Energies, aber die, die mit Zucker sind, haben halt mindestens das Doppelte. Ja, da finde ich, kommt man mit 4 Gramm echt wirklich gut weg. Wenn man jetzt natürlich auf die 100 Gramm sieht, dann denkt man so, oh, 49,6 Gramm Zucker ist ja ganz schön viel. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass man ja auch nur eine Portion am Tag trinkt. Also zumindest soll man nur eine am Tag trinken. Da hast du wirklich mit 4 Gramm Zucker echt nicht viel. Ich persönlich mag den Geschmack von Zucker auch ein bisschen lieber als nur Süßstoffgeschmack. Wobei ich dazu jetzt bei den anderen Marken nichts dazu sagen kann. Ich weiß, dass da viele ohne Zucker sind. Aber da werde ich mich in Zukunft, denke ich, auch nochmal rantrauen. Aber erstmal sind wir bei Level Up. Ja, also zu den Nährwerten habe ich was gesagt. Hier sind auch ganz normal die 250 Gramm Milligramm, ganz wichtig, Milligramm. Hier sind auch die 250 Milligramm Koffein drin. Ja, ich werde das jetzt erstmal vorbereiten. Also ich werde das jetzt erstmal vermischen. Heute habe ich hier meinen Mädchenshaker genommen. Ja, Schande über mich, ihr könnt jetzt die Farbe nicht sehen. Vielleicht kann ich das einmal kurz so schräg halten, dass ihr die Farbe seht, aber ich glaube, die Farbe ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich nehme dazu immer kohlensäurehaltiges Wasser, weil ich mag mein Energy ehrlich gesagt mit Kohlensäure lieber. Wobei es einige Sorten gibt, wo ich glaube ich nur stilles Wasser nehmen würde, zum Beispiel die Eistee-Sorten. Die werde ich glaube ich in der Vergangenheit, in der Zukunft auch mal testen. Aber heute geht es erstmal um die Bestseller Edition Galaxy. So, brauchen wir jetzt noch 500 Milliliter Wasser. Kohlensäurehaltiges Wasser, ganz wichtig. So, mal gucken, müssen wir schauen hier. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, auf 10 Milliliter mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, ich werde jetzt erstmal so einen Schluck trinken, damit meine Geschmacksnerven auch frei sind für den ultimativen Geschmackstest. So. Einmal das Pulver kurz schütteln, dann brauche ich meine Schere. Schneide das Ding hier auf. Nimm mal eine Nase. Oh, riecht gut. Vom Geruch her sehr fruchtig. Ja.
Also was erwarte ich vom Geschmack? Also ich schätze einfach mal, dass dieser Energy, also der Geschmack ein bisschen säuerlich sein wird, aber auch ein bisschen süß. Also so eine Mischung. Beziehungsweise ich erhoffe es mir. Wenn ich das Pulver hier jetzt reinschütte, kommt mir schon der Geruch entgegen. Ihr hört auch, dass das schäumt. Deswegen müsst ihr, wenn ihr das mit Kohlensäure macht, das Ganze immer ein bisschen vorsichtiger machen. Also ihr könnt das Ding jetzt hier nicht einfach zack komplett reinkippen, weil sonst schäumt das Ganze über. Und ihr müsst auch beim Umrühren ein bisschen vorsichtiger sein, weil sonst habt ihr den ganzen Spaß auf eurem Tisch oder wo auch immer ihr das hier vermischt. Das habe ich auch schon in der letzten Folge so gesagt. Aber es ist halt wichtig, das zu sagen, weil wenn ihr das noch nicht wisst, dann habt ihr nachher, also es kann ja sein, dass ihr das bisher immer nur mit stillen Wasser getrunken habt und weil ich das jetzt mit Kohlensäure mache, dass ihr denkt, boah, der macht das ja mit Kohlensäure, das will ich jetzt auch. Nein, Spaß. Also, wie gesagt, mit einem Löffel vorsichtig umrühren. So, ich denke, das sollte jetzt soweit aufgelöst sein. Ich noch mal ein bisschen umrühren hier. So, einmal abklopfen, damit mein Tisch jetzt nicht nass ist. Dann machen wir das Ding hier. Wofür soll das Ding hier überhaupt gut sein? So, machen das Ding einmal rauf. So, jetzt rieche ich einmal. Jetzt ist also der Geruch ist jetzt nicht mehr so stark wie in der Packung. Ist eher ein bisschen mild der Geruch. Jetzt machen wir den Deckel einmal drauf. Sitzt der richtig? Ich glaube, ich habe ihn falsch draufgedreht. Na komm. Habe ich den jetzt richtig drauf? Ne, wieso ist denn der schief? Boah, das ist jetzt der Vorführeffekt. Das ist absichtlich, weil ihr dabei seid. Na, jetzt haben wir es. So, machen wir den ganzen Spaß hier richtig zu. Einmal auf. Und Prost. Zum Wohl. Oh, lecker. Oh, richtig lecker. Oh. Also ich hatte den Geschmack anders erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, das schmeckt ein bisschen sauer. Also der schmeckt überhaupt nicht wie der Red Bull. Der lila Red Bull. Viel, viel besser. Wirklich viel, viel besser. Also kann ich wirklich nur sagen. Also Galaxy Edition knallt. Ihr seht auch, dass ich, also ich meine es wirklich ernst, das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich von Level Up bezahlt werde oder so. Ich mache das hier alles freiwillig. Ich krieg nichts dafür. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und weil ich halt anderen helfen will bei der Geschmacksorientierung. Also ich kann wirklich nur sagen, es schmeckt echt geil. Ich hätte den Geschmack wirklich echt säuerlich erwartet, aber das schmeckt, hat eine angenehme Süße, nicht zu süß. Eigentlich genau richtig. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Galaxy Edition kriegt von mir einen Daumen nach oben. Geile Sorte, wirklich eine richtig geile Sorte. Macht man nichts verkehrt mit. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal den lilanen Red Bull getrunken habt. Der ist ja so ein bisschen säuerlich. Die Sorte hier ist kein bisschen säuerlich. Schmeckt richtig, richtig angenehm. Also auch vom Ding her. Ne, die Sorten Blaubeere, Granatapfel, Acai. Also ich habe jetzt die Früchte noch nicht einzeln gegessen. Blaubeere, ja, Granatapfel noch nicht. Aber die Kombination ist wirklich sehr, sehr lecker. Also es ist wirklich sehr fruchtig. Leichte Süße, nicht zu extrem. Aber so im Großen und Ganzen kann man es wirklich angenehm trinken. Also ich habe bisher jetzt, glaube ich, drei, vier oder fünf Sorten getrunken. Und ich muss sagen, Galaxy Edition steht momentan auf dem ersten Platz. Finde ich sogar noch besser als die Nuklear Edition, die ich im anderen Video davor getestet habe. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Ja, Galaxy Edition geht von mir steil nach oben. Fresher Geschmack, wilder Geschmack. Also kann ich nur empfehlen. Direkt nochmal einen Schluck. Ja. Also, ich habe alles soweit gesagt zu dem, was ich zu der Galaxy Edition. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben freuen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja. Na, und wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge oder sowas habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben.
Würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und ja, sage auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und vergesst den Daumen nach oben nicht. Ganz wichtig. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Video.